Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns das AEG-Monster an, den AEG-BSB18BL. Ich wollte ihn schon ewig testen, ich habe den bei Bauforum 24 gesehen, jetzt habe ich die Möglichkeit, freut mich mega, bin mega begeistert. Sind wir bei 20.000 Lux, das ist schon, ich glaube, das ist der höchste Wert bis jetzt, den ich getestet habe, ich bin mir nicht sicher. So, machen wir auch Lautstärke. Bei 20 cm. So, und Gehörschutz auf, weil der ist sehr unangenehm vom Ton. Griff ist 45 cm lang. Er selbst ist 21 cm lang, 20,5, 21. Breit, ihr seht, sehr breit. Um die 7, das gleiche nach oben. Die gesamte Höhe beträgt 21,5 cm. Griff ist sehr, sehr schön gummiert, also er liegt schön in der Hand, ist aber sehr schwer, besonders mit dem 9er ist es wirklich eine Wucht, aber es wird jetzt den 9er brauchen, um die maximale Leistung aus dem auszuholen.
7 ungefähr. Sechse. Fünfeinhalb. Drei. Viereinhalb. Dreieinhalb. Zweieinhalb. Zwanzig. Dreieinhalb. 21. 13,5. Kommen wir zur Geschwindigkeit. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier den AEG BSB 18 bürstenlos mit 24 Sekunden und 500 grob Millisekunden. Heißt 2 Sekunden langsamer als der DeWalt 805 beim Schlangenbohrer. Aber trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung. Wie ihr sehen könnt, ist er überall gleich auf. Nur im ersten Gang verliert er, weil er eben viel weniger Umdrehungen hat. Der Wald 650 und der AEG 550. Wir schauen uns gleich das Drehmoment an. Da sieht man das brachiale Drehmoment. Mit Abstand der stärkste, den ich getestet habe, 46 Newtonmeter im Weichen. Schraubfall, wir sehen können es 11 mehr als der Parkside und ganze 16 mehr als der Wald 805. Er ist wirklich extrem stark, also der versenkt fast jede Schraube, die es vorhabt zu versenken. Diese Leistung zahlt man aber eben in Form vom Gewicht. 1720 Gramm ohne Akku ist wirklich sehr schwer. Mit der 5H wiegt er ja, 2,25 Kilo ungefähr. Ja, das ist halt Schwergewicht, muss man wirklich sagen. Und ja, er ist einfach sehr schwer, das gefällt mir eben nicht, das ist der größte Nachteil. Und dass er eben nur von den großen Akkus profitiert, das gefällt mir auch nicht ganz so gut. Aber das schauen wir uns im Fazit an. Die Lautstärke gefällt mir auch nicht, 90 dB oder 89 ist relativ laut. Es ist aber auch zu erwarten bei der Leistung, wir sehen können es, die stärkeren sein meistens viel lauter. Aber trotzdem muss ich sagen, das gefällt mir leider nicht. Der ist einfach sehr unangenehm vom Ton, gleich wie der 805 von DeWalt oder der Parkside oder eben der Einheld DPCD. Alle sind sehr unangenehm. Auch ein großer Nachteil ist der Preis, 200 Euro ohne Ladegerät, ohne nix, ist sehr, sehr teuer. Aber es bekommt den, ja, würde ich sagen, wahrscheinlich zweitbesten AEG-Akkuschrauber, den man bekommen kann. Jetzt ist der neue draußen, der den ersetzen soll. Der ist ähnlich wie der Milwaukee und ja, schauen wir dann in Zukunft, wenn ich den einmal testen kann, wie er sich gegen den schlägt, aber wird wahrscheinlich deutlich stärker sein. So, nochmal kurz zusammengefasst, der AEG BSB 18BL, den wollte ich schon immer testen, ich war ein riesiger Fan von dem, wo ich den gesehen habe bei Bauforum und freut mich mega, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, ihn zu testen. Bin sehr angetan, aber auch ein bisschen abgeneigt von ihm, allein wegen dem hohen Gewicht, dem hohen Preis und der großen Länge und dann auch den großen Unterschied, wie ihr sehen könnt, zwischen den Akkus. Das gefällt mir leider nicht ganz so.
aber es ist wie es ist. 89 dB, das ist mir auch zu laut vom Ton. Betonbohren muss ich in Zukunft schauen mit den anderen. Optisch, für mich ist immer optisch super einfach, schaut super aus. Haptik ist sehr gut, tolle Verstellung der Bohrfunktion und der gute LED hat er. Alle Schrauber sind unten verlinkt. Wenn ihr es mir unterstützen wollt und sowieso es über Amazon kaufen wollt, könnt ihr über einen Link machen von mir, dann unterstützt es den Kanal. Da wäre ich super dankbar. Ich bedanke mich auch fürs Schauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Servus und ciao.